Eine Stadt, drei Bäder, sieben Wasserrutschen. Das ist Freital. Die Geschichte lässt sich gut durch das Wappen zusammenfassen. Dessen vier Symbole für Land- und Forstwirtschaft, Bergbau und Industrie stehen. Letztere prägen auch heute noch das Stadtbild. Aber abgesehen von der schönen Landschaft, Kultur und Tourismus, was ist eigentlich das Besondere an den Freitaler Bädern und macht sie so einzigartig? In dieser Doku stelle ich das komplette Schwimm- und Rutschangebot ausführlich vor. Viel Spaß! Kreisstadt mit ca. 40.000 Einwohnern liegt ziemlich zentral in Sachsen. Nur 9 Kilometer von der Landeshauptstadt Dresden entfernt, herrlich gelegen im Tal der Vereinigten Weißeritz und besteht aus 15 Stadtteilen. Das erste Bad befindet sich im Süden der Stadt, im Teil Heinsberg, woher der im ersten Moment etwas seltsame Name kommt. Reist man mit der Bahn an, steigt man im Haltepunkt Heinsberg West aus, von dem es nur noch 12 Minuten zu gehen sind. Außerdem fährt gegenüber des Bades die Weißeritztalbahn vorbei. Dabei handelt es sich um Deutschlands älteste dampfbetriebene Schmalspurbahn von 1883 und ein Ausflugsziel vieler Touristen. Die 26 Kilometer lange Strecke beginnt im Bahnhof Heinsberg und führt das Tal der Roten Weißeritz hinauf bis in den Kurort Kipsdorf. Haltestelle für das Heinz wäre hier Kossmannsdorf. Für Autofahrer gibt es eine riesige Parkfläche und mit dem Bus gelangt man direkt vor den Haupteingang. Das Freizeitzentrum Heinz besteht übrigens seit 1997 nicht mehr nur aus einem Schwimmbad, sondern bietet auch einen Fitnessclub, eine Bowlinganlage, einen Restaurant- und Catering-Service, einen Caravan-Stellplatz und eine Eishalle, die im Sommer für Badminton, Beachvolleyball, Tennis oder Events genutzt wird. Eine Turnhalle gehört ebenfalls zum Heinz. Aber nun ins Schwimmbad. An der Kasse erhält man nach dem Bezahlen ein Gummibändchen mit Chipcoin, mit dem man nicht nur durch das Drehkreuz gelangt, sondern auch die Schließfächer absperrt und im Bistro bargeldlos bezahlt. Durch die erst 2017 erweiterten Umkleiden und sanitären Anlagen gelangt man zuerst in den älteren Badbereich von 1978, der 1997 saniert wurde. Dieser bietet ein 25 Meter langes Sportschwimmbecken mit 5 Bahnen und Startblöcken und ein warmes Erlebnisbecken mit zahlreichen Wellnessangeboten. Wegen sinkender Einnahmen und Platzmangels wurde 2015 eine weitere Halle angebaut. Highlight für alle jungen Besucher ist hier der geniale Abenteuer-Kleinkinderbereich mit Rutschbahn. Hier hat man sich wirklich richtig Mühe gegeben und die gesamte Anlage und Wände thematisiert und detailliert gestaltet. Überall sind wasserspeiende Tiere angebracht und der verzweigte Kanal führt sogar durch eine Höhle. Besonders witzig ist außerdem ein Kippeimer, den man durch das geschickte Zielen mit einer installierten Wasserspritzpistole in verschieden große Löcher auffüllen und zum Umkippen bringen kann. So ein aufwendiges Kinderbecken findet man selten. Das andere Becken im Neubau ist ein Kombibecken aus Edelstahl, das in drei Bereiche unterteilt ist. Zwei 20 Meter lange Schwimmerbahnen, ein weiterer Erlebnisbereich mit Strömungskanal und ein flacherer Kinderbereich mit einer sehr spaßigen Schlangenrutsche. Hauptgrund für den starken Besucheranstieg nach der Erweiterung sind aber sicherlich die beiden grün-gelben Riesenrutschen vom Schweizer Hersteller Clara, die in dieser Ausführung weltweit einzigartig sind. Beide starten von der obersten Plattform des geräumigen Turms auf 12 Metern Höhe. Rechts startet eine Körperrutsche mit zwei Bahnen vom Typ Magic Twice. Die beiden Ampeln schalten zeitgleich auf grün und bieten beste Voraussetzungen für einen Wettkampf.
Auf die 114 Metern Bahnlänge verteilen sich modernste LED-Effekte. Man schwingt in den Kurven schön nach oben und wird so schnell, dass ein Jump auf ungefähr halber Länge entfernt werden musste. Im zweiten Teil der Bahn wurde außerdem die trennende Mittelwand bis zur Decke hochgezogen, weil die Gefahr, in die andere Bahn zu geraten, zu groß schien. Der zweite Jump am Ende der Bahn wurde glücklicherweise nicht entfernt, denn hier erlebt man einen kurzen Moment der Schwerelosigkeit und stürzt in den Flachwasserauslauf, wo man kräftig abgebremst wird. Auf zwei Bildschirmen werden die Rutschzeiten, Geschwindigkeit, Tagesbestwerte und vieles mehr angezeigt. Die Magic Twice macht aufgrund der Geschwindigkeit richtig viel Spaß und auf ein Rutschen folgt das nächste. Bei der anderen Rutsche handelt es sich um eine Magic Tube mit Reifen für eine oder zwei Personen. Diese stehen am Landebecken bereit. Die erste Kurve ist innen mit einem Schachbrettmuster versehen, welches an einer Seite zu einem schwarzen Loch in der Wand hin verzerrt ist und den Rutscher verwirren soll. Danach rutscht man in ein Cone-Element, also ein liegender Trichter oder Kegel, in dem man mehrmals hin und her schaukelt. Farbwechselnde LEDs sorgen für ein zusätzliches Erlebnis. Am Trichterausgang durchrutscht man einen Wasservorhang und befindet sich dann in völliger Dunkelheit. Aber schon nach wenigen Metern folgen die nächsten Effekte. Bunte LED-Laufringe in verdrillter Form. Dieser Effekt ist echt mega gelungen, bisher aber leider nur in wenigen Rutschen verbaut. Nach einem Abschnitt mit farbwechselnden LED-Spots folgt nun ein weiteres Highlight der Rutsche. Ein Infinity Jump. Hier bekommt der Rutscher durch das Fortführen der Röhre über dem Jump den Eindruck, geradeaus weiter in einen Bildschirm hinein zu rutschen, stürzt aber dann unerwartet ab. Dort werden verschiedenste Videos abgespielt, die zum Beispiel einen Hai mit offenem Maul zeigen. Die Illusion ist dem Hai echt gut geworden und im Gegensatz zu anderen Bädern haben wir hier teilweise beim ersten Mal sogar einen Schreck bekommen. Das letzte Stück bis zum Auslauf ist im Inneren grün und enthält weiße Tageslichtringe. Die 142 Meter lange Magic Tube ist eine hervorragende Reifenrutsche mit atemberaubenden Effekten. Das Heinz hat zwar nur zwei große Rutschen, aber die sind wirklich der Hammer und rechtfertigen auch eine weite Anreise. Als zweites wenden wir uns dem Familienbad Windy zu, das man am besten von der S-Bahn-Haltestelle Däuben erreicht. In diesem Fall stammt der Name vom Windberg, der mit 353 Metern höchsten Erhöhung Freitals. Fast am Gipfel steht das König-Albert-Denkmal, welches eine grandiose Aussicht über die gesamte Stadt bietet und gerne als Ausflugsziel genutzt wird. Außerdem ist der Namensgeber der Windbergbahn, Deutschlands erster Gebirgsbahn. Diese diente früher zur Abfuhr von Steinkohle und ist heute nur noch an wenigen Tagen im Jahr auf einem Teil der Strecke aktiv. Das Freibad liegt am Südhang des Berges und immerhin schon so weit oben, dass man gut über die Häuser blicken kann. Das letzte Stück Weg bis zum Eingang ist eine steile, gewundene Straße. Im gleichen Gebäude befinden sich auch Umkleiden, Schließfächer, Duschen und WCs. Um die Becken herum sind schöne Liegewiesen angelegt, von denen man freien Blick auf die Stadt hat. Hier gibt es auch ein weiteres Gebäude mit Kiosk, außerdem zwei Tischtennisplatten und einen Trockenspielplatz. Das größte Becken ist 25 Meter lang und auf der einen Seite mit zwei Startblöcken versehen. Mindestens an vollen Tagen ist es aber auch für Nichtschwimmer bzw. nicht sportlich Schwimmende gedacht. Weiter gibt es ein separates Erlebnisbecken, das mit einem Wasserfall und einer Sprudelbank darunter ausgestattet ist, welche im Wechsel aktiv sind. Der Grund dafür, dass dieses Becken eher klein ausfällt, es dient wohl hauptsächlich als Auslaufbecken für die Röhrenrutsche. Um zu rutschen, muss man zuerst über eine Steintreppe den Hang hinaufsteigen und fühlt sich dabei wie in einem liebevoll gepflegten Park. Eine Ampel gibt es nicht, da die größtenteils hangverlegte Rutsche gut einsehbar ist. Die 65 Meter lange Fahrt ist eigentlich recht ruhig, bis auf die eine entscheidende S-Kurve in der Mitte. Doch einen vorhergehenden Jump wird man beschleunigt und dann in den engen, hart aufeinanderfolgenden Kurvenwechseln kräftig durchgeschüttelt und schwingt weit nach oben. Am Ende gleitet man über einen Jump per Sofaauslauf in einen abgetrennten Bereich des schon erwähnten Erlebnisbeckens.
Die S-Kurve ist beim ersten Mal echt überraschend und macht richtig viel Spaß. Übrigens haben die Rutschen im Heinz die gleichen Farben bekommen wie im Windy. Eine weitere Ähnlichkeit: auch der Kleinkinderbereich ist hier sehr schön gestaltet. Die drei Fliesenbecken verteilen sich auf verschiedene Ebenen und sind mit Rutschflächen verbunden. Außerdem hat man einen Schiffsrumpf und einen Wal eingebaut. Alle Becken im Bad sind solarbeheizt und erreichen je nach Sonnenschein Temperaturen zwischen 21 und 27 Grad Celsius. Drittes und letztes Bad ist das Glückaufbad oder auch Erlebnisfreibad Zacke im Stadtteil Zaukerode. Ich denke, ich muss nicht weiter erklären, woher der Spitzname kommt. Hier ist die nächste S-Bahn-Haltestelle Potschappel leider recht weit entfernt, aber es fahren regelmäßig Busse bis fast vor die Tür. Parkplätze für Autos und Fahrräder gibt es natürlich auch. Im Gebäude sind neben der Kasse auch Umkleiden, Schließfächer, die sanitären Anlagen und ein Kiosk mit Sonnenterrasse untergebracht. Im Prinzip besteht das Freibad aus einem riesigen 50 Meter Becken, das zur Saison 2018 saniert werden musste, weil die Folie in mangelhaftem Zustand war. Das Wasser ist unbeheizt, erreicht aber immerhin Temperaturen von bis zu 25 Grad Celsius. Interessant ist, dass das Becken einerseits nur drei Startblöcke bietet und andererseits mit drei krassen Riesenrutschen von Aquarina aus dem Jahr 1995 und 96 bestückt ist und damit definitiv zu den besten Freibädern Deutschlands gehört. Unspektakulärste und am besten für jüngere Besucher geeignet ist die 82 Meter lange Röhrenrutsche. Die Fahrt ist insgesamt recht ruhig und enthält keine weiteren Besonderheiten. Jetzt gibt es noch zwei weitere Bahnen, die Breitrutsche und die Kamikaze. Die eine sieht extrem aus, die andere ist extrem. Die Breitrutsche ist wider alle Erwartungen keine langweilige Familienrutsche, auf der man verschiedenste Rutschpositionen einnehmen kann, sondern entpuppt sich als wahre Flugrutsche. Zu Beginn des zweiten Steilstücks hebt man mit dem gesamten Körper einige Zentimeter über die Bahn ab und landet erst wieder, wenn die Rutsche schon fast vorbei ist. Natürlich kann man dem auch entgehen, indem man langsam im Sitzen rutscht, aber dann macht es nicht halb so viel Spaß. Die Kamikaze-Rutsche besteht zwar ähnlich wie die Breitrutsche aus zwei Steilstücken mit einer Waagrechten in der Mitte, leider erlebt man hier deutlich weniger Airtime, wird dafür aber schneller. Die Bahn ist eindeutig die beliebteste im Freibad, weil sie tatsächlich fast am meisten Spaß macht und die Breitrutsche auf Dauer unangenehm wird. Eingebettet in die großen Liegeflächen gibt es auch hier einen Kleinkinderbereich mit zwei Spritztieren und einer kleinen Regenbogenrutsche. Drei Beachvolleyballfelder, ein Soccerplatz, zwei Tischtennisplatten, ein großer Trockenspielplatz und die tolle pflanzliche Gestaltung runden das Angebot ab. Die beiden Freitaler Freibäder ergänzen sich perfekt. Das Windy spricht mit seiner ruhigen Atmosphäre junge Familien und kleinere Kinder an, wogegen das Zacke sich mit seinen wilden Rutschen eher an Jugendliche richtet. Die Freitaler Bäder haben uns vollkommen überzeugt und wir kommen gerne wieder. Drei solche Bäder in einer Stadt sind echt klasse. Ein großes Dankeschön von uns richtet sich an die Verwaltung und an das freundliche und kompetente Personal in den Bädern, die uns die Aufnahmen so ermöglicht haben. Danke auch an euch fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Bad.